Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Let's Play Folge von Far Cry Primal. Mein Name ist Hochner Mordala und ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Für die Leute, die nicht wissen, was ich in der letzten Folge gemacht habe: In der letzten Folge habe ich eine kleine Nebenmission gemacht, Venia Befreiung. Eigenermaßen war es auch cool und spannend, denn sind dort dennoch zwei Leute gestorben. Und insbesondere habe ich eine Izilla-Maske und eine Teichhand gefunden. Und jetzt gehen wir hier in die Höhle der Stärke hinein, wie ich in der letzten Folge euch das gesagt habe, und werden jetzt nach dieser Teichhand suchen. So, machen wir das einfach mal. Entzünden wir einfach mal den Busch hier. So, komm. Fackel ab. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie kommen wir jetzt weiter. Ich höre schon die Höhlenmalerei. Müsste auch irgendwo hier in der Nähe sein. Aber wo? So, wo müssen wir jetzt lang? Hier rüber. Perfekt. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Jetzt gucken, kann man denn hier was machen? Eher weniger. Eigentlich gar nichts. So, das heißt, wir müssen hier rüber. Okay, hier geht der Weg weiter. Aber wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ach, darüber. Okay, schaffen wir das? Ja, locker. Jetzt müssen wir da hoch. Oha, Taka, streng dich an. Untersuchen wir das einfach mal hier. Hier war irgendwas. Hier. Was ist denn da drin? Oh, ging schon voll. Okay, wir springen jetzt einfach mal hier rüber. Okay. Zünden wir das mal an. Wo müssen die jetzt die Höhlenmalerei sein? Oha. Ist aber auch noch sehr, sehr, sehr weit nach oben. So, machen wir mal das hier kaputt. Okay, hier gibt es gar nichts. Dort hoch. So, brennen wir mal das nieder. Ich vermute mal, ja, wir müssten hier rüber springen. Irgendwie dort müssen wir hoch. Aber wie kommen wir denn jetzt am besten dort nach oben? So. Okay, jetzt sind wir hier. Ah. Okay. Ah, da ist sie ja. So, wir haben sie gefunden. Höhlenmalerei an. Sehen. Höhle vollständig. Oha, oha. So, jetzt gehen wir einfach mal den Weg weiter und gucken, wo dieser Weg weiterführt. Von 22 Höhlenmalerei haben wir schon gefunden. Interessant, interessant. So. Wo gehen wir jetzt am besten? Hier rüber. Und lösen. Oh, überall Spinnenweben. Richtig eklig. Pfui, Teibe. Ich mag keine Spinnenweben. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay. Ich hab vollkommen was irgendwie gebracht, hier irgendwie hochzukommen. Wo kommen wir? Ah, okay. Bisschen nach hinten. Jetzt sind wir hier oben. Das zünden wir auch mal an. Vielleicht müssen wir den ganzen Weg wieder zurück, keine Ahnung. So, das zünden wir jetzt auch mal an. Okay, weiter geht's. Durch die enge Höhle durch. So. Auf jeden Fall will ich einfach mal schwimmen. Oha. Wo sind wir denn hier? Ach cool, guck mal. Wo kann man hin? Kurios, wo geht's denn hier weiter? Oh, da blinkt was. Was ist denn das? Schießen wir einfach mal darüber. Ah. Okay. Gehen wir mal hier. Hier, ah,
Hier kann man hoch. Hier ist auch die Ranke, wo man hochgehen kann. So. Hier ist auch noch was. Was ist denn da? Tierfett. Oh, ist schon voll. Klettern wir einfach mal hier hoch. Also, ne, das will ich jetzt anzünden. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Okay, da hinten ist auch noch was, aber... Ah, hier, Greifhaken. Und jetzt aber, komm. Oha. Oh mein Gott. Ah, jetzt verstehe ich, dass das war hier, was wir weggemacht haben. Genau hier. Von da hinten hier abgeschossen. Ah, sonst wären wir gar nicht weitergekommen. Ah, cool. So. Ich glaube hier rüber. Runter dürfen wir auf gar keinen Fall fallen, sonst müssten wir alles wiederholen. Darauf hätte ich jetzt echt keinen Bock. So. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang. Was gibt's denn hier? Sieht ja kurios aus, die schwarzen Punkte. Oha, ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Endlich draußen. Was geht denn da ab? Ich komme. So, der erste. Okay, der haut schon ab. So, Höhle vollständig erfüllt. Jetzt müssen wir überlegen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Da will ich noch hin. Zu diesem Fragezeichen will ich unbedingt hin. Und hinter uns ist ein Säbelzahntiger. Eine Ziege. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib doch stehen. Ich will dir eine geben. Oha, wie das am Lecken war, wo ich die geschlagen habe. Bluttor. Bluttor? So was Ekelhaftes. Ekelhaft sieht das aus. Gehen wir einfach mal hier rein. Hier ist was. Seltener. Südstein. Oh. Okay, wo ist der Weg nach draußen? Okay, danke, Tushi, dass du mir Platz gemacht hast. Okay, Bluttor. Aha. Aha. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Stammeskonflikt vernichten. Und hier oben ist auch sogar noch eine Höhle. Singende Höhle, wieder mal. Die hatten wir schon mal. Hier irgendwo oben. Wo war sie denn nochmal? Wieso wird die nicht gekennzeichnet? Kurios. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Das ist bestimmt an dem Lagerfeuer genau dran. Ich bin gespannt. Und ey, das ist genau da. Nice. Perfekt. Reden. Komm, wir sprechen ihn einfach mal an. Dann wird das bestimmt wieder freigeschaltet irgendwo auf der Map. Ja, alles gut, Buddy, alles gut. Können wir das eigentlich auch so anzünden? Ja, locker flockig. So, schauen wir mal. Oh, was brennt denn hier alles? Oh mein Gott, hier brennt ja alles. Ja, hauen wir ab. Tushi. Weg da. Scheiße. So, wo wurde das denn hinzugefügt? Stammeskonflikt vernichten und hier Stammeskonflikt töten. Ah. Jetzt check ich das. Das ist die Mission. Da ist das Fragezeichen. Dann wird das freigemacht. Irgendwo auf der Karte. Ja, wir werden in der nächsten Folge zuallererst in diese Höhle reingehen. Singende Höhle. Und danach, wenn wir das noch schaffen in der Folge, Stammeskonflikt vernichten. Das werden wir machen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Fuckware Primal. Alter, schrei doch nicht so laut. Husch.
Also da kann ich erstmal nicht schlafen. Hm, doof. Ja, ruhig jetzt, Mann. Irgendwie stresst der, ne? Und die Flammen irgendwie auch. Gucken wir mal einfach mal für eine halbe Minute einfach mal die Landschaft hier an. Schön. Ich gehe mal hier hin. Echt hammergeil aus. Geil. So, ich hoffe mal, das Feuer ist zu Ende. Ja, das Bett ist schwarz. Ja, nicht mehr weiß, sondern schwarz. Ist auch egal. Trotzdem können wir uns ausruhen. Und dann sag ich mal, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Liebe Community, bleibt gesund, haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao. Aran, Aran!